wird's knallig bunt bei uns. Sie sehen schon, was da auf Sie zugefahren kommt. Das hier ist wohl der schrillste Fahrradfahrer in ganz Nordrhein-Westfalen. Eine Disco auf zwei Rädern, die bei so schönem Wetter wie heute den Münsterländern richtig einheizt. Mario Metzger zeigt Ihnen, wer der Mann hinter den ganzen Blinklichtern hier ist und wie seine Partytouren ankommen. Es leuchtet, blinkt und ist einfach nicht zu übersehen. Und wo er auftaucht, ist Disco-Feeling angesagt. Gut, finde ich das. Er macht uns die ganze Vogelroute lustig. Und immer wenn er vorbeikommt, dann schauen wir mal draußen am Blick und haben zum Spaß. Da schunkelt man doch glatt mit. Und er steckt dahinter. Karl Jehle aus Ascheberg. Spitzname Kalli. Deswegen nennt er seine Erfindung Discalico. Und was aufwendig aussieht, ist gar nicht so teuer gewesen. Um die 200 Euro hat er in die Technik investiert. Inklusive LED-Lichter, Lautsprecher, Powerbanks und vieles mehr. Eine verrückte Sache. Also, sieht man nicht alle Tage. Das macht sehr gute Laune, wenn man hier auch Musik hört und so. Mich freut das. Riesig geil. Disco. Doch hinter diesem gut gelaunten, bunten Typen steckt eine traurige Geschichte. Der 58-Jährige hat mehrere Schicksalsschläge wegstecken müssen, geliebte Menschen verloren, ein Burnout gehabt. Das Disco-Rad ist für ihn eine Art Therapie. Es macht Spaß. Es macht Spaß, empfangen zu werden. Und wenn man sieht, wie die Menschen auf diese mysteriöse Figur reagieren, die Freude bereitet, habe ich da natürlich auch Spaß dran. Und das bringt mich nach vorne, bringt mich gesundheitlich nach vorne. Ihm ist außerdem wichtig, dass Fahrradfahrer im Straßenverkehr nicht übersehen werden. Das kann ihm mit dem Disco-Rad nicht passieren. Und ansteckend ist es auch noch. Ich denke mal, wird wahrscheinlich die ein oder andere Lichterkette vielleicht mal drankommen. Mal freitags da mitfahren, das könnte ich mir echt gut vorstellen. Sein größter Traum: mit Disco-Rad und vielen Menschen durch die Straßen ziehen. Und bis dahin zündet er allein den Party-Turbo.